Dann würde wahrscheinlich auch fast nichts mehr an uns rankommen. Da würden uns wahrscheinlich nur noch Türme Probleme machen. Bei Nahkämpfer würden in dem Pfeilhagel untergehen wie nichts. Fernkämpfer könnten noch ein bisschen wehtun. Aber so viel Fernkämpfer werden sie nicht haben, um gegen 100 Bogenschützen anzukommen. So würde wahrscheinlich dann auch das Spiel ein bisschen ruckeln. So, du hilf mal hier der Kaserne jetzt aus. Denn jetzt können wir wirklich alles, was wir haben, einlagern. Du sammelst fleißig Pilze, dass wir wieder Ölfläschchen. Eigentlich sollten wir die jetzt wieder produzieren dann, sobald du den Pilz da gebracht hast. Ja, sobald du die letzte Nahrung von dem Fischerzelt gegessen hast, kriegst du mal Bier. So, das Lehmarbeiterzelt wäre auch fertig. Weil es zwar ein bisschen zum Laufen, aber das würde noch gehen. Hier ist aber auf jeden Fall genug Lehm. Das heißt, da wir eh genug Geschirr gerade haben, sammel du mal wieder Lehm. Naja, das Lehmarbeiterzelt hätten wir auch einreißen können jetzt mittlerweile. Na gut, reißen wir es ein. Da bleibt da eben ein Leder rumliegen. Und dich quartieren wir dann gleich um in das Holzfällerzelt. Du wirst jetzt, du gehst in die Schule. Du musst nämlich jetzt auch Träger lernen, damit du Händler werden kannst, damit du dann die hier versorgen kannst und von hier Holz holen kannst. Also ja, wir haben hier unten noch jede Menge Holz, so ist es nicht. Wie sieht's mit Eisenwerkzeugen so aus? Ist noch in Ordnung. Ich sollte nämlich demnächst mal also was auch immer dabei rauskommt, dann Schwertern und Rüstungen machen lassen.
Schuhe im Überfluss ist immer gut. Ja. Ja, wie? Ja, wie? Und es gibt leider wirklich nichts, was wir hier erhandeln können, was Sinn macht. Bei Gold können wir mehr als genug selber produzieren. Ja, doch, du bist fleißig am Leben sammeln. Jetzt wird auch langsam wieder Gold weniger, weil sie in der Kaserne eingelagert wird. So, und dich dann erst in die Schwertschmiede, weil da genug Holz ist. Und dann in die Rüstungsschmiede. Ja, ich bin mal echt gespannt. Das soll ja, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, die vorletzte Mission sein. Wir sind also schon in Mission 6. Kommt mir das so vor, als ob das wahrscheinlich die längste Mission sein wird. Kommt darauf an, was Mission 7 ist. Eigentlich klingt das fast schon wie die letzte Mission, in der wir uns hier befinden. Ja. Gut, Holz wird wieder gemacht. Mehr als genug. Wir kriegen auch jetzt Holz hier rein, weil er hier Holz produziert und einlagert. Also ja, ich denke mal, um Holz müssen wir uns keine so großen Sorgen machen. Also doch weniger, als ich gedacht habe. Oh, er holt das Eisen wieder direkt aus den Bergen. Auch gut. So, das heißt, du kannst mal wieder Steinmetzarbeiten machen. Auf jeden Fall dein Zelt voll und dann vielleicht noch 10, 15 Steine ins Hauptlager.
Komm, da jetzt so viel Holz in den beiden Dingern ist, mach mir erstmal wieder ein paar Möbelstücke. Ist wichtiger. Also ja, die drei anderen Luxusgüter, also wenn man hier mal guckt, Eisenwerkzeuge, Schuhe, Geschirr, werden ja en masse produziert. Oh, du lieferst schon dem Klump mal die Töpferei, das ist gut. Nur halt Geschirr wird nur on demand produziert. Was auch so okay ist. Ja, Pilzsammlerhütte steht schon eine Weile leer. Dafür kriegen wir jetzt wieder genug Ölfläschchen rein. Weil wir haben genug Pilze. So, du wirst jetzt Rüstungsschmied, weil du hast die Waffen hergestellt, die ich wollte. Und ja, Waffenröcke und Bögen werden hier oben gerade geholt. Da werden wahrscheinlich am Schluss die beiden Waffenröcke noch geholt. Die Speere sind eingelagert. Mhm. Ja, Holz und Gold. Kommt aus meinen beiden Außenlagern. Ja, der Stein wird wieder mehr. Ja, Geschirr in der Töpferei nimmt ab. Dafür ist im Hauptlager aber immer noch mehr als genug. Und ja, unsere Waffenlager füllen sich auch ganz gut.